Sind Sie bereit? Mega. Nach der guten Nacht, die wirklich sehr gut war, ja. Voll ausgeruht, voll energetisch, geht's jetzt durch San Cristobal. Also die Stadt San Cristobal gefällt mir bis jetzt extrem gut. Hier werde ich sicher ein paar Tage länger bleiben. Das Wetter ist einfach perfekt. Wir haben es ungefähr gerade 25 Grad. Die Stadt selbst ist auch viel größer, als ich mir das anfangs vorgestellt hatte. Hier kann man sich kilometerweit verirren. Wunderschön, wer die Stadt Antigua kennt, das hier ist so ziemlich dasselbe. Es fühlt sich genauso an. Und überall drumherum ist Gebirge. Also es ist einfach ein sehr, sehr geiler Vibe hier. Und die Preise sind vor allem auch super billig. Wie läuft unsere Mission heute? Mega gut. Ich habe wirklich den ganzen Tag nur gesund gegessen. Ja, der erste Tag, an dem wir tatsächlich komplett gesund essen. Und sogar noch zwischendurch einen Orangensaft hatten. Sí, muy bien. Muy bien. Es hat so gut getan. Ich glaube nicht, dass mich Essen schon mal so glücklich gemacht hat. Lennart, wie viel Bock hast du? 100 von 100. Diese Treppen mit vollgeschlagenem Magen hochzulaufen. Es geht so, aber danach ist es besser. Verdauungsfördernd. Junge, bei 40 Grad kriege ich keinen Sonnenbrand, aber hier. So, für uns geht es jetzt weiter in sein Hostel. Ich habe richtig Bock, das Reiseleben verbinde ich nämlich immer damit, auch viele Reisen unterwegs kennenzulernen. Also das Hostel, in dem wir jetzt gelandet sind, ist übertrieben gut. Wir haben einfach direkt im Eingang 5 Nächte verlängert. Wir kriegen an 2 Tagen in der Woche umsonst Cocktails. Morgens ist umsonst Frühstück, umsonst Dinner. Man kann so eine Art Saunazeremonie im Garten machen, das zeige ich euch später noch. Auf jeden Fall das perfekte Hostel, das Beste, in dem wir bis jetzt waren. Wir sind so happy. Und jetzt geht's ab in die Bimmelbahn und wir schauen uns noch mehr von der Stadt an. Kommen Sie, Master Lennart, kommen Sie doch. Zurück in die Bimmelbahn hier, Kindheitsträume wach machen. Einen wunderschönen guten Morgen aus diesem tollen Hostel und ja, wir gehen jetzt auf eine Canyon-Tour. Ich hoffe, wir sehen auch ein paar Krokodile. Das nenne ich mal ein absoluter Fail-Tag. Wir waren heute auf dem Weg, eine Tour durch den Canyon zu machen mit dem Boot, auch in der Hoffnung, Krokodile sehen zu können. Ich habe mich extrem drauf gefreut und jetzt ja, haben wir 1,5 Stunden im Hostel gewartet. Unsere Tour, die wir gebucht haben, hat nicht stattgefunden, hat uns abgesagt und ja, dann haben wir gedacht, ey, komm, machen wir es auf eigene Faust. Ja, sind mit dem Taxi und mit dem Bus hier hingefahren, um dann festzustellen, dass die Behörde angeordnet hat, dass heute keine Tour über den Canyon oder durch den Canyon stattfindet. Wir stehen jetzt hier und die Boote stehen da drüben, wir können sie sehen, aber es findet keine Tour statt. Also fahren wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück, wir sind 1,5 Stunden gefahren. Ja, shit happens, passiert, denke ich mal, beim Reisen. Ärgerlich. Alter, wir sind in so einer Stadt einfach. Ja. Herzlich willkommen zu Wir sind auf der Suche nach dem Kollektivo 4.0. Super Poyos! Super Poyo! Hola! So, wir haben unseren Plan geändert und sind jetzt wieder auf der Suche nach einem Kollektivo. Jetzt geht's ja, in einen anderen Nationalpark. Wir suchen aber schon seit über einer halben Stunde ja, wieder den Platz, wo die ganzen kleinen Busse stehen. Wir sind jetzt irgendwo hier auf so einem Markt, aber besser eben in so einer kleinen Stadt gelandet. Oh. Vielleicht finden wir es ja irgendwann heute noch.
Wir haben's! Da ist unser Kollektivo! Wir haben es geschafft, wir sind jetzt angekommen in den Nationalpark und wir haben sogar einen richtigen Lauf gerade. Es hat aufgehört zu regnen und das sieht richtig cool aus für nur 10 Pesos Eintritt, was so ungefähr 30 Cent sind. Obacht, ihr Stricher! Obacht, Master Lennart! Ach. It's a kind of slippery, slippery. Komm schon, Meister Phil, slippery. Alike. Ist das gerade so überlegen oder soll das stilisch sein? Das ist echt gerade voll schön. Ich bin auch echt ein bisschen perplex gerade. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen. I like. Also, mega schöner Park. War eine gute Idee. Im Endeffekt hat sich der Tag also doch noch gelohnt. So, wir haben es mal wieder gefailt. Wir sind jetzt fast da bei dem Fluss, wo die Boote anlegen. Allerdings sind wir zu früh aus dem Bus ausgestiegen und jetzt müssen wir noch ein ganzes Stück laufen, um zu den Anlegern zu kommen, wo die Boote stehen. Noch ein paar, Nüsschen für den. Oh, danke. Für den Nüsschen gibt ein Küsschen. Couscous geht raus. Lass es schmecken. Kannst du es glauben, Lennart, wir haben es geschafft heute. Unfassbar. Der Tag hat ein bisschen fail wieder angefangen, aber wir sitzen tatsächlich jetzt im Boot. Jetzt geht's gleich los. Können wir so abfahren? Mega geil. Mega geil. Wir sitzen hier aber auch wie so ein dickes Ehepaar. Ja, Mann. Hey. Hallo. Hallo, Sönke. Hoffentlich sind wir Krokodile. Was meinst du? Hoffentlich. Wie viele? 10. Schreib mal jetzt in die Kommentare, wie viele Krokodile wir sehen werden. Minimum 10. Si. Als ob der das. Wird aber ganz genau kontrolliert hier. Oh. Lennart, du siehst aus wie der Terminator. Ja, guck dir den Bizeps mal an hier. Alter, da Minimum wird aber, 80er. Hier wird aber geflext, aber fleißig. Flex, flex. Auf was für eine Mission sind wir denn heute hier, Mr. Schwarzenegger? Hin. Ich weiß auch noch nicht so genau hier. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Berge, ein bisschen Krokodile. Mal schauen, was der Tag so bringt. Ja, das meine ich doch auch. Hören Sie mal. Kindchen, ja. Da wird aber ein feiner Tag wieder. Ey, jetzt werde ich ja auch noch nass. Schöner Ausflug wieder hier. Das gibt eine Anzeige. Aber schnallen Sie sich gut an, Mr. Lennart. Ja. Halten Sie sich gut fest. Machen. Ja, jetzt geht das richtig los hier, aber. Hören Sie mal. Schauen Sie mal, da oben in der Frigien sind die Aasgeier. Da ist der Krokodil. Das ist das Plastikkrokodil. No, das ist nicht. Das ist die Attrappe. Nee, nee. Die Attrappe lag. Die Attrappe war anders, oder? Alter, das ist Plastik. Ja. Oh. Krass. Digga, was? Ich war mir so das sicher. Sah fake aus. Das sah so nach Plastik aus. Ja? Dicen que muerden en la raya. Ay, en el árbol chiquito la crillita, mira. Ahí va a llevar la mona. Das ist eine seltene Fischart hier. Den neuen El Plastico. Ja, El Plastico. War doch ein schöner Boot. Das war. Wie fanden Sie die Tour? Unfassbar. Unfassbar. Unglaublich. Also abgesehen davon, dass ich jetzt richtig einen am Ballon habe, weil die Sonne uns einfach 2 Stunden lang voll auf den Kopf geschienen ist, war die Tour mega geil.
Und wir haben auch ein Krokodil gesehen, wie ihr ja gesehen habt. Wir haben es erst für ein Plastikkrokodil gehalten. Ich war mir so sicher, sogar wir haben den Kopf gesehen und dann dachte ich, safe ist ein Plastikkrokodil, aber war es nicht. Also ein bisschen einen Ballon kleben war ein bisschen untertrieben. Ich glaube, ich habe einen kleinen Sonnenstick. Warte. Das Ding schmeckt halt wie eine Kokosnuss. Eiskalt. Cheers. Yeah. Cheers, Bro. Ey, das ist so geil. Das ist so geil. Wieso gibt es das in Deutschland nicht? Kann ich nur empfehlen. Probiert es unbedingt mal aus, wenn ihr eben unterwegs seid. Ja, Leute, das soll es auch schon gewesen sein von der wunderschönen Stadt in San Cristobal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich freue mich extrem über euren Support und versuche auch weiterhin Gas zu geben, 1 bis 2 Videos die Woche rauszuhauen. Ja, wie sieht der Plan jetzt aktuell aus? Wir werden noch ungefähr 2 Tage hier bleiben in dieser Stadt. Und dann geht es für uns weiter nach Puerto Escondido, mal wieder eine 12-Stunden Busfahrt. Ich werde dann ankommen um 4 Uhr morgens. Ja, freue mich aber doch total drauf, weil es das erste Mal wirklich sein wird, dass ich den Strand in Mexiko sehe. Und vor allen Dingen soll das einer der schönsten Strände in ganz Mexiko sein. Ist auch beliebt bei vielen Backpackern. Also ich habe so geile Geschichten schon darüber gehört von Leuten, die da eigentlich gar nicht mehr weg wollten. Und ich freue mich extrem darauf. Ich werde da vermutlich auch so um die 2 Wochen bleiben. Würde ich jetzt einfach mal grob anpeilen. Lennart und ich werden uns da erstmal trennen, zumindest für ein paar Tage, weil er auch einen anderen deutschen Kumpel dort treffen wird. Und dann ja, werden wir einfach mal schauen, wo sich unsere Wege kreuzen. Wir beide haben auf jeden Fall dieselben Pläne. Aktuell zumindest, ich lebe ja so ein bisschen von Tag zu Tag. Ich könnte mir vorstellen, in den nächsten Monaten über Land bis nach Panama zu reisen. Das heißt Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica und Panama zu machen. Ich hoffe, dass in der Zwischenzeit oder danach Kuba wieder bereisbar ist, weil Kuba ist so ganz, 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 ganz weit oben für mich in der Liste. Das sind so grob meine Pläne im Moment. Dann würde ich wahrscheinlich Richtung Südamerika gehen. Aber ich weiß es noch nicht so ganz, mache so ein bisschen alles abhängig davon, wie ich mich fühle, worauf ich dann in dem Moment Bock habe. Das ist ja das Geile, dass ich so ja, frei entscheiden kann. Was mich auf jeden Fall nochmal interessieren würde, ist, wie hat euch diese Stadt hier gefallen? Was mögt ihr am liebsten, jetzt vielleicht auch im direkten Vergleich zu Palenque oder zu Campeche? Campeche war ja auch eher so am Meer, das Feeling war so ein bisschen entspannter. Ja, hier ist halt ein bisschen mehr, sag ich mal, einfach so eine normale Stadt. Ja, würde mich mal interessieren, was ihr so davon haltet. Was guckt ihr euch am liebsten an? Wie gesagt, vielen Dank nochmal an euren Support. Die Arbeit, die man hier reinsteckt, ist echt noch mehr, als ich das gedacht hatte. Aber ich habe da Bock drauf. Mir macht das Ganze Spaß, mich 10 Stunden lang hinzusetzen und die Videos zu cutten. Auch das Ganze aufnehmen. Ist sehr anstrengend, viel anstrengender, als ich gedacht hatte. Deswegen braucht man immer mal wieder ein bisschen längere Pausen. Aber ja, ich mache das super gerne. Ich freue mich wirklich, dass ihr mit dabei seid und diese Reise ja, mit mir verfolgen mögt. Bin gespannt, wo das Ganze dahin führt und ja, dann wünsche ich euch viel Gesundheit, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Macht's gut!